Der Landessportbund Berlin lud am vergangenen Wochenende auch in diesem Jahr wieder zum Familiensportfest in den Olympiapark, auch wieder vertreten der Berliner Jiu-Jitsu-Verband, der mit einem vollen Programm zeigte, was diese Sportart so alles zu bieten hat. Jiu-Jitsu, kurz gesagt, könnte man sagen, ein Lebensgefühl. Auch wenn man sich auf der Matte bewegt und dort seine sportlichen Übungen macht, vermittelt Jiu-Jitsu ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein, was auf das gesamte Leben eigentlich durchstrahlt. Man läuft anders, man bewegt sich anders. Neben Mitmachaktionen auf der Matte konnten sich Besucher des Festes vom Programm des Jiu-Jitsu-Verbandes überzeugen lassen, vielleicht doch mal in diese Sportart einzusteigen. Mir gefällt Jiu-Jitsu so sehr, weil man sich frei bewegen kann und sich ausbauen kann. Und es macht Spaß und ich habe einen tollen Verein. Jiu-Jitsu ist sicher nicht nur etwas für Heranwachsende, sondern auch für Menschen im hohen Alter als Selbstverteidigung. Diese ist ja ein wichtiges Thema, wie uns Anki und Peter Brandes vorführen. Aus einer kurzen Demonstration kann schnell mal Realität werden. Man hat ja durch den Medien und Pressen oft viel erfahren, dass halt leider viele böse Menschen unterwegs sind. Und da ist es auch sinnvoll, wenn man sich als älterer Mensch mal so ein bisschen verteidigen kann. Auch sehr an Familien gedacht, Männer, die einem zu nahe kommen. Oder auch Väter, die Unruhe in Familien stiften. Joachim Görmann demonstriert, wie man sich bei Angriffen verteidigen kann, verteidigen soll. Ich finde es toll, dass man da auch Sicherheit findet. Ja, und dass wenn man zum Beispiel irgendwie wütend ist, dann kann man sich auch richtig auspowern. Sicherheit finden, das ist es unter anderem, was die Sportart Jiu-Jitsu vermitteln möchte. Sie haben ja jetzt gesehen, von dem Kleinkindalter, 5 Jahre ist in etwa so die untere Grenze, bis ins hohe Alter, weit über 80. Alle haben einen Platz auf der Matte, alle haben einen Platz bei diesem Sport. Das zeigte der Berliner Jiu-Jitsu-Verband auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll beim Familiensportfest des Landessportbundes Berlin. Olympiapark.